Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce, zu einer historischen Runde, denn ihr werdet mich jetzt im Video das erste und einzige Mal Bienenfarmen sehen. Mit dabei ist der Happy XD. Hallo. So, die historische Runde, ihr könnt es zwar jetzt nicht sehen, wir fahren jetzt schon seit knapp einer halben Stunde. Ich habe inzwischen auf Sterne General 5 92%, oder wenn man es genau nehmen will, 91,9%. Das heißt, diese Runde dürfte mit den ganzen XP-Boostern, die ich habe, meine Level abrunden sein und da hinten ist eine Biene von dir. Da hinten ist eine Biene. Von mir? Oh. Ja. So. Deswegen mal diese historische Runde normalerweise. Ich kann das jetzt auch als Tutorial nutzen, how to, wie man richtig Bienen farmt. Und zwar so wie wir mit Boostern 40 Minuten auf der Map von Clone. Und ich möchte jetzt einfach nochmal erstmal anfangen, Leute reinzuholen. Das müsste Veteran 4. Raum 9 sein und das Passwort ist blöd. Lord Gampo habe ich geschrieben, ist, wunderbar. Ja, wir haben echt ein blödes Passwort, ja. Aber naja. Da habe ich doch vorhin geschrieben, Smiley, das Passwort ist, Smiley, Happy. Das Smiley, das Passwort ist blöd und er so, hä, wie ist denn jetzt das Passwort? Hä? So richtig Intendent. Ja. Intendent, ja, du bist auch Intendent. Wer kommt denn jetzt alles? Keine Ahnung, ich schreibe einfach jetzt ein paar Mal. Boah, WM wieder gleich zweimal gewonnen. Ja, da hat richtig. Naja, was soll ich sagen? Es ist einfach eine historische Runde, ist was ganz Besonderes so. Und an dieser Stelle, jetzt in den letzten 8 Minuten, würde ich einfach nochmal gerne meine Danksagung an alle Leute, mit denen ich je Breakfast zu tun hatte, die mir richtig ans Herz gewachsen sind, beginnen. Fangen wir einfach mal an, also an Leute, die mir natürlich am stärksten in Erinnerung bleiben wird, den ich nie vergessen werde, dem ich auch jetzt noch sehr viel zu tun habe. Tut mir leid, es bist leider nicht du, Happy, das ist der liebe Elite One-Up, mein bester Kumpel im Real Life. Wir fahren am Wochenende erstmal wieder zusammen ins Kino, schauen uns irgendeinen Scheiß an, weil er Geburtstag hat. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an dich. Dann der zweite Mensch, der mein Leben komplett verändert hat im Brickforce. Inzwischen sind wir leider zerstritten. Vielleicht gibt sich das hier irgendwann nochmal. Ich weiß es nicht. Unholy Rush. Aka. Na gut, die ganzen zweiter Konzi, die du hast, sage ich jetzt mal nicht. Das wäre arschig. So. Dann zwischendurch hatte ich ja auch nochmal einen richtig geilen Freund. It's Magic Ore. Der ist wieder inaktiv. Schade. Aber mit dem hatte ich auch eine ziemlich, ziemlich geile Zeit. Danke dafür. Dann zwischenzeitlich hatte ich ja auch jetzt wieder lange, leider ist der Kontakt eingeschlafen, ich und X-Brave. Wir hatten viele, das ist ja auch eine gute gemeinsame Zeit, wie wir damals an 3 Tagen 3 Oberstränge gefarmt haben. Das werde ich auch nie vergessen. 8 Uhr aufgestanden, 10 Uhr losgefarmt, einfach nur durchgefarmt. Ganz kurz, Moment, da muss ich mal was schreiben. Weil wenn ich irgendwie spreche und da was schreibe, dann... läuft bei mir nicht. Gibt sich immer so ein Mischmasch daraus. Ja, das ist voll schwer dann. Ja, wen will ich denn noch danken? Auf jeden Fall noch XX Glitch. Dir will ich auch nochmal auf jeden Fall danken. Danke, dass du mein Clan-Leben in White Shark um einiges bereichert hast. Mit dir hatte ich die schönste Zeit auch in White Shark. Natürlich auch noch Gecko. Mit der war auch richtig geil. Und natürlich, ich danke eigentlich im Prinzip der gesamten White Shark Community bis auf Jesse. Hört sich zu scheiße an, ist aber einfach so. Und Master. Master Zaza und Jesse, das sind die beiden einzigen, denen ich nicht danke für die Zeit im Waldschrank, weil die mir echt auf die Eier gegangen sind. Ansonsten vielen, vielen Dank. Dann hier, ach ja, einen habe ich total vergessen, den ich auf jeden Fall noch erwähnen muss. Lieber Wastef99, du warst einer der begnadetsten Karten von Brickforce, einer meiner besten Bros. Ich bin so dankbar, dass ich Bekanntschaft mit dir machen durfte. Bitte bleib weiter so, wie du bist. Und übrigens noch Gruß an den lieben Real-Life-Freund von Wazzy, den habe ich komplett vergessen. Wie der heißt, leider. Aber ansonsten ist auch nicht so schlimm. So, wie will ich dem doch ganz besonders danken? Dir will ich auf jeden Fall auch noch danken, Alter. Ja, danke schön. Und er macht Fun, er macht Fun und dir. Euch beiden muss ich auch nochmal ganz besonders danken. Dann, wer auf jeden Fall nicht vergessen werden darf auch noch, ist Vivo. Sag mal, wie er richtig ausgesprochen wird. Macht Fun. Macht Fun. Wen ich auch auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist Vivo. Vivo. Danke dir, dass die Prestige-Zeit mit dir zusammen so geil war. Ich werde es nie vergessen. Danke. Ein groß dickes Danke. Es war einfach wunderschön mit dir damals. Und dann danke ich natürlich noch stellvertretend an allen,
die jemals bei mir in den Bienenfarmraum gekommen sind, um mir einfach mehr XP zu geben. Wir fallen jetzt auf Anipal, Mr. Fluxy, Lord Gum, Napoleon 4-2, Mugen irgendwie noch was, Gamer 4-3-5-2-9, bla bla bla, schlag mich tot. Der liebe Killerman 5, da gibt's so viele Leute, die das Spiel einfach für mich zu sowas Besonderem machen und mich einfach immer wieder ermutigen, weiterzumachen. Die mir einfach irgendwas bedeuten, weswegen ich einfach nicht inaktiv werde. Und natürlich möchte ich euch noch stellvertretend für alle Leute, die dieses Video sehen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal und mir einfach die Kraft gebt, weiterzumachen. Sind zwar nicht sehr viele, 161 Abos sind nicht so viele, aber trotzdem danke. Dann noch kleine stellvertretende Dankeschön an ein paar Leute, die mir ach ja, Johnny Kerk, dich darf ich auch nicht vergessen. Lieber Johnny Kerk, mit dir, du gehst mir zwar manchmal auf die Eier, aber mit dir ist einfach sehr lustig. Ich hoffe mal, dass wir in Wälde wieder so viel Spaß haben werden wie das letzte Mal. So, ansonsten, bei wem kann ich mich denn noch bedanken? Da muss ich mich auf die... Ach ja, auf einige besondere Geschichte muss ich noch erzählen. Ich war damals übelste Minecraft-Freak, habe eine Adventure-Map gebaut. Ich saß da auch irgendwie schon mehrere Monate dran. Die war übelste riesig. Also, falls ihr die PeteSmeet-Adventure-Map gesehen habt, die war ungefähr schon doppelt so groß. Das hat geleckt, wenn man gestartet hat. Fakt ist jedenfalls, damals als übelster Minecraft-Freak war und wäre das langsam zu langweilig. Ach, Red 6, AKS Slender. Danke, dass du auch noch gekommen bist. So, zwei noch. Mal gucken, wer noch kommt. RCP, auch vielen Dank an dich, dass du noch gekommen bist. Und das war's, dann ist der Raum damit voll. Damit wäre die historische Bienenrunde komplett. Und, ach, Riffleman, den kenne ich nicht. Trotzdem danke, hey, schießt denn auf mich. Aus. Blöder Penner. So, und jetzt noch die besondere Geschichte weiter zu erzählen. Ich war damals ja mit meinem Freund beim Tischtennis spielen. Und nein, ich bin nicht schwul, wir haben einfach zusammen Tischtennis gespielt, so just for fun. Und da meinte er so, ja, guck mal, ich habe da so ein Game, das ist Minecraft mit Waffen, probier das macht richtig viel Spaß. Und ich war erst so skeptisch, sagt immer, der soll mich nicht killen hier. Ja, das musst du schreiben. Und da habe ich einfach so gedacht, so, komm, man kann's ja mal schreien. Und dann habe ich angefangen, war damals auf meiner ersten Runde. Übrigens, das erste, was jemand zu mir jemand geschrieben hat, war, GP, du bist so richtig schlecht, bitte geh aus dem Raum. Das weiß ich noch ganz genau. Wollte Alberto holen, aber der kam nicht. Egal, kein Ding, Alberto. Warst halt nicht bei meiner historischen Level-Up-Runde dabei. Verzeih dir. Bitte schreibt das mal dem Riffleman, den nervig anschaut. Außerdem schießt er den. Ey! Ja gut, das war halt jetzt der Boss, da konnte ich einfach nichts machen. Egal, sind's halt nur ein paar. Ich bin ein ACP. Aua! Aua! Du? der nächste, der schießt. Was schießen die denn alle? Also zumindest, die können sich von mir aus so viel wie möglich abschießen, aber die sollen uns raushalten. Wie ja, fangen man eh nicht zusammen mit rein. Aber gut, was will ich denn noch sagen? Dann habe ich jedenfalls angefangen zu spielen und dann kam die... Ach übrigens, ein Name, den ich nie vergessen werde, Cool Lou. Inaktiv. Mann, was soll denn das? Den kennt eh kein Schwein, der war damals mit mir zusammen im Raum. 140 Rüstung, Premium und natürlich nicht zu vergessen, Thunder ATK und ich 0 Rüstung, Black Widow, habe ihn trotzdem noch ganz gut gezogen. Das war damals an meinem ersten Tag, wo ich so gedacht habe, so, ja, komm, Brick Force, ist ganz geil. Habe ich irgendwann angefangen zu pay, meine Waffe war ganz gut. Meine erste Waffe, die ich mir je geholt habe, war übrigens die Pocky Hawk, wenn es jemand interessiert. Und danach die Falken. Ich hänge sehr an die ganzen Sachen. Ich habe so viele gute Erinnerungen an Brickforce. Ich hatte auch viele scheiß Erinnerungen an Brickforce, zum Beispiel, wenn ich mal einfach abkacke, so in der letzten Runde. Aber na gut, das passiert einfach manchmal. So. Okay, weißt du, was jetzt ein richtiger Fail wäre, wenn du jetzt kein Level Up hast? Das geht gar nicht. Bei einem vollen Raum und einem Score von 75.000 geht das nicht. Da ist das nicht möglich. Nicht möglich, okay? Ja. Mann, der ist böse da. Mann, das ist so ein Lappen, was soll denn das? Ich denke, du holst vertrauenswürdige Leute hier. Ja, jetzt kommt der schon. Ey, was heißt der vertrauenswürdig? Ich hab geschrieben, Lord Gum soll vertrauenswürdige Leute holen. Ein Lappen da, ey. Au! 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 Boah, Alter, ich hab das richtig hart gefressen, ey. What ein it, Lappen, ey. Der geht mir so auf den Sack hier gerade. Ich seh's. Das war nur präventive Selbstverteidigung, ja? Rette mich! Boah, ich muss jetzt nochmal schnell an der Biene killen, ey. Ja, ich hab mich noch an der Biene gekillt. Forever LP Hacker.
Ach ja, auf jeden Fall habe ich auch noch einen Gruß an dich. Damals hast du ja mit mir zusammen den Sterne Generale gemacht. Schade, dass du zurückgesetzt wurdest. Clement 45 so aufregend. Ach komm, was soll denn das? Die letzten 10 Sekunden, es geht doch mal Armageddon los, das weißt du doch. Ja, das ist nervig. Ich kill auch keinen. Lol, mir fehlt genau 75 Score. So. Damals habe ich die. Alle sterben. Lol, egal, kannst du nicht abschmieren. So. Clement, so. Und damit habe ich es geschafft, Baron. Beförderung, Baron, keine Items, keine einzelne Beförderung mehr vorhanden. Also Leute, vielen Dank an alle, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr mich so gut unterstützt habt in den ganzen Jahren. Wir sehen uns dann beim nächsten LP wieder. Das wird übrigens... Ach ja, ich werde das jetzt inzwischen so handhaben. Meine Level-Up-Runden werden... Boah, Forever LP spammt mich zu, wunderbar. Meine Runden-Level-Up-Runden werde ich jetzt immer so machen. Ich habe jetzt genau irgendwie ein XP oder so. Ich werde das so handhaben, dass ich bei 1 Million jedes Mal im Prinzip neue Level-Up-Runde machen werde. So, ansonsten, ich habe 1592 XP schon. GP, eine Frage noch. Machen wir dann gleich noch die Map-Vorstellung? Ja, klar, können wir da machen. Aber es kommt erst am 2. November. Das kommt auch erst irgendwie 4. 5. November. Weil mein YouTube-Channel ist bis dahin gesperrt, weil sich, wie gesagt, die beiden Alex und so in den Haaren hatten. Wie gesagt, da kann man nichts machen. Und keine Ahnung, wie viel Score ich gerade hatte. Irgendwie 75.000. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, haut rein. Für einen Daumen nach oben werde ich euch loben. Ciao. Du musst auch noch Tschüss sagen. Oh, ciao.